Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu The Crust. Ich habe gerade einen Button entdeckt. SDRG. Und dann siehst du hier so ein bisschen, kannst auch drüber hovern und der zeigt dir genau alle Infos an. Das ist gar nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Gut, wir haben Idle Drones. Warum haben wir Idle Drones? Okay, 10 Idle Drones. Das bedeutet aber, wir können 4 Idle Drones nehmen oder 3. Da war das Aluminium. Das bedeutet, wir werden uns da jetzt reingraben. So, wir machen den genau hier so einen Stufenplan, wie sie es abarbeiten sollen. Damit ich an diese Ressourcenmassen komme. Das ist ja sozusagen eine der Sachen, die wichtig ist, sind, damit wir dieses langsam rankriegen können. Das Siliziumlager wird auch langsam immer voller. Zum Beispiel kann ich bei dem aber auch hier zum Beispiel wieder eine weite Anlage hinsetzen, einfach weil es eh übertrieben voll ist. So, und jetzt werde ich hier trotzdem dann wieder ein Förderband ansetzen. Zack. Und du kommst wieder auf Silizium. Ah, ich habe die auch noch nicht geupgradet, schauen. Das sind Sachen, die können wir dann mit denen auch machen. Die es benötigen halt. Du hättest auch noch ein Upgrade offen. Du auch. Oh, schick. Schick, 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 schick. Idle Rover hat sich das erkundet schon. Dann untersuchen bitte. Der gute alte Mond hier. Die Sache ist, wir müssen schauen, dass dieses Lager leer wird und nicht voller. Das passiert aber gerade leider. Jetzt würde ich aber gerne nochmal gucken, was können wir denn mit dem machen, mit der Presse. Nur die eine Sache. Parts Factory, die kann doch bestimmt auch andere Sachen machen, oder? Nee. Hier kann ich aus Silizien und seltenen Erdmetallen Mikroschaltungen bauen. Das wäre schon mal praktisch. Hier aus Eis und Aluminium Kraftstoff. Ah, das ist die Kraftstofffabrik. Die erforsche ich eh bald. Was sind das? Energiezellen. Ja, okay, wo produziere ich jetzt eigentlich die Nanoröhren? Immer noch. Das ist die Sache, die ich immer wieder noch frage. Hier? Monteur. Produzierst du das? Ja, du produzierst das. Monteur. So, welche Forschung ist denn erforderlich für den Monteur? Schwermaschinen, okay. Erntemaschine, Whip, Cargo Truck, Speed plus 15. Drohnen Upgrade, Batterie, Projektor. Solar Panel Upgrade. Da ist das große Solar Panel. Robuste Schweißen, Rover, geologische Erkundung. Ist das dann unter Ingenieurswesen zufällig? Multi-Regolith Upgrade 2, Conveyor 3, Untertageförderband 2, Microcircuit Factory, steht bei mir sogar auf der Liste drauf, Fabrik für modulare Terminals, Monteur. Also ich brauche dann den eigentlich danach. Also wieder die erweiterte Handelslizenz kostet halt Tonnen. Und jetzt sind wir auf 0 wieder runter. Gut, das ist ungut. So, hier haben wir Aluminium 75%. Holy shit. Gut, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir wieder... Ich habe halt keine Nanoröhren. Wie viel kostet es mich, Nanoröhren zu kaufen? Kaufen Nanoröhren.
Ich brauche 70. 80.000 kostet es mich. Ich habe seltene Erden, ganz viele. Gesamtgewinn 124.000, aber ein Saldo von 31.000. Aber ich darf nur das produzieren. Habe ich so viel Geld eigentlich? Hätte ich. Vielleicht sollte ich davor aber nochmal wenigstens eine Mission machen, bevor ich anfange, Teile wieder zu verkaufen. Wie viel davon habe ich? 985. Bonus akzeptieren. Ressourcen senden. Oh fuck, ich muss mehrere Fahnen damit machen, okay. Dann muss ich mehrere Ladungen machen, okay. Wird er befüllt, aber wo habe ich das Ganze? Er redet von so viel, was ich habe angeblich. Das sind halt Sachen, wo ich mir dann immer denke, so, hä? Woher? Wo soll ich es haben? Weil die Anlage läuft ja mittlerweile ganz gut. Ja, okay, jetzt steht halt hier aktuell Production. Ich kann zum Beispiel dem hier noch dann die Produktion beimischen. Wo ich halt gern schauen würde, dass ich zwei Reaktoren vielleicht hinkriege, aber kriege ich wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Nicht ums Verrecken kriege ich da zwei hin. Auch wieder nur einer. Ach, schade. Raffinerie für seltene Metalle. Ja, okay, die habe ich aber schon stehen, ne? Ihr liefert das Ding schön, ja, super. In 60 Tagen, dann kriegen wir nicht den Bonus und dann sollten wir uns rein theoretisch die seltenen Metalle verkaufen können. Dann sollte das nicht schon mal vorteilhaft werden für uns. Idle Rover, ja, dann komm du mal zurück bitte in die Base. Was ist hier Logistik? Crust-Lösung. Crust Rover, Crust Cargo Truck, okay. Science Points. Ach guck mal. Da kann ich sie fertig kaufen. Lol, ich kann hier auch kaufen. Kauf bestätigen, ja. Ha! Ich muss nicht auf der Karte rumfahren unbedingt. Ich kann es dort auch kaufen. Cool. Das hilft. Oh ja, das Lager ist echt voll. Ups, da haben wir echt eine Masse schon gesammelt. Aber ich glaube, das Lager wird trotzdem nicht leerer, oder? Ganz ehrlich, ich glaube, wir werden nachher auf 700 stehen. Ich kann hier noch einen... Ich muss den mal umbauen, dann die zwei noch hinsetzen. Wir haben 1000 Beton alleine. 1000 Silizium. Wir sind halt langsam echt massiv groß. Wir haben Aluminium allein schon 232 mittlerweile. Wie schaut's aus mit dem? Habt ihr den ersten Fall voll? Ja. Ich bräuchte ein paar mehr Roboter. Das wäre noch eine feine Sache. Guck mal, jetzt liegt ganz viel Zeug sogar noch rum. Ich würde jetzt mal trotzdem auf den Mond schauen. Haben wir hier irgendwo noch was? Rettungskapsel, da können wir uns nicht mehr holen. Schicke den Lastwagen los, um Ressourcen abzuholen. Ja, why not? Ausgewählte Ressourcen, achso, warte. Alles füllen. Senden. Der soll das ruhig holen gehen.
Warum denn auch nicht? Wie voll ist es? Ach, das ist schon die nächste Ladung, ne? Ja, okay. Wir erfüllen gerade die Mission. Not enough resources to start production. Ja, okay, jetzt hängt gerade wieder alles ein bisschen. Gerade wieder so ein bisschen slow. Habe ich eigentlich mal nach hier unten gescannt? So quer durch? Nee, ne? Einfach mal so einen Quershot schauen, was da ist noch. Aber da scheint nichts zu sein in dem Fall. Ich bin froh, dass wir das Aluminium gefunden haben. Holy shit. Ist das schon der zweite oder der dritte schon? I don't know. Aber wir werden gleich Plus machen, weil die ganzen Solarpaneele langsam anfangen Plus zu machen. Nice. Das ist schon was Feines, wenn es Produzieren langsam einfach funktionieren anfängt. Ist da trotzdem noch 100 Tage alter Verwalter. Fabrik für modulare Terminals. Also er hat auch gesagt, ich soll ja jetzt hier unten... Grundlagenforschungspunkt. Warum darf ich nicht, weil ich es noch nicht erforscht habe. Und genauso soll ich eine... Ah, wie heißt das? Medizinischen Blockborn. Habe ich aber auch noch nicht erforscht. Innere Lüftung. Ne, die bauen wir da rein mal. Mikroprozessor. Gibt es eigentlich da auch Lager für drinnen? Nahrungslager? Ein Kühlschrank. Wir noch neben die Küche in den Kühlschrank. Warum nicht? Gut, ihr müsst jetzt wieder nachladen, ne? Es wird aber schon weniger, weil jetzt haben wir gleich die fünf Flüge oder sowas geplant gehabt, glaube ich, insgesamt. Also schon massiv viel, aber immer noch nicht so viel, wie man vielleicht denkt am Ende. Und wir sind trotzdem gut mit dem Stahl dran. Ach ja, unsere Iron Miner sind jetzt durch. Dann dürfen die jetzt unterstützen. Danach können sie nicht das Ganze hier aufsammeln anfangen. Dann haben wir ja auch ein bisschen seltene Erdmetalle, die wir hergeben können. Dann können sie das am Ende auch fertig machen. Ressourcen, Bio... Ne, habe ich Nahrung hier schon drin? Ich produziere schon Nahrung. Gut, dann werden wir dich auf Nahrung legen. Ja, Wasting Science Point, I know. Transporter wählen, kann ich dir sagen? Ey, einfach alles füllen. Los geht's, yes. Wir bringen jetzt halt die einen Sachen erstmal zurück und dann werden wir wieder wechseln. Ja, ich weiß, ich kann die aber auch nicht mehr gerade machen, Leute. Funktioniert einfach nicht. So. Wird voll, fliegt weg. Der letzte. Wie viel braucht er jetzt noch? Als ob 300. Wie viel habe ich dem bitte geschickt? Sehe ich das irgendwo? Eben hier. Sind die letzten 300 oder wie? Aber wir sind über dem Tagelimit von 13 drüber. Ja, okay, aber da hätte ich auch nichts echt machen können. Ich würde gerne nicht die Nanoröhren einfach besorgen. Den Bonus kriege ich gleich auch nicht mehr, ne? Ich krieg wenigstens 200.000 hier nochmal. Das macht schon viel aus. Es ist gar nicht so einfach auf eine gewisse... Also das Spiel hat seinen eigenen Tick, mit dem du viel machen kannst. Also im Sinne von... Du musst das machen, du musst jenes machen, du musst schauen, dass du forschungstechnisch immer vorankommst, aber gleichzeitig schauen, dass du den Handel betreibst, den du brauchst. Da ist schon nicht wenig dran. Wo ist denn, was war das? Was macht hier?
Also ich muss sagen, das Spiel bleibt und ist spannend. Allein schon dieses Wirrwarr mir anzuschauen, ist heftig. Und trotzdem weiß ich, dass wir relativ gut vorankommen mit der Lagersituation. Eieieiei. Wird das Lager eigentlich leer oder voll? Ich kann es immer noch nicht sagen. Hier werden wir auf jeden Fall voller. Hier können wir die Produktion nochmal steigern, beziehungsweise wahrscheinlich den Hyopar noch ein Upgrade geben. Hä? Ah, den Hyopar habe ich sogar schon geupgradet. Hupsi. Isle Rover, okay. Aufheben. 452 Metall. Holy shit, okay. Hier sind nochmal ein paar Sachen, die du dir anschauen könntest. Erforderte Ressourcen. Okay, da brauche ich sowas von. Hier kriege ich Wasser und Seltenmetalle von. Hier muss ich Ressourcen hinliefern fürs unterirdische Gewölbe. Okay. Aufheben 70 Dinge. Okay. Das kann ich auch aufheben. Hier gibt es sogar eine Kontrolleinheit und Nanoröhren. Okay. Hier kann ich zwei Roboter aufheben. Warum zur Hölle habe ich das nie gemacht? Schick. So, jetzt sollte eigentlich oben unser Rover daherkommen und dann gleich wieder raus wollen auch. Gut, wir haben jetzt 50.000 bekommen. Wir werden aber nochmal eine Mission annehmen, weil ansonsten wird es echt irgendwann hart. X-Space. Ja, die Anlehnung. Ja, die Anlehnung hier. Anforderungen nicht erfüllt, okay. In 20 Tagen kann ich das nicht liefern, weil ich habe nicht die Möglichkeiten dazu. Gibt es irgendwelche, die nicht tonnen wollen? So viel Edelmetalle haben wir aktuell nicht. Aber du wärst ein Auftrag, der würde mich sehr interessieren. Dich kann ich erfüllen auf jeden Fall. Ohne große Probleme. Ressourcen senden. Instant. Das kriegen wir auf jeden Fall alles hin. So, der Kühlschrank ist wieder voll. Und baut uns jetzt wieder um. Die Lüftung ist auch verbaut, bedeutet hier ist auch Sauerstoff jetzt drin. So, die Leute füllen es hoffentlich jetzt noch voll, oder? Ja. Schön. Das geht ganz schnell. Ich glaube, du brauchst ja echt ein paar neue Rover, damit es dann noch besser wird. Und ich habe meine CPU-Kapazität schon fast verwirrt für den Betrieb von Modulen und Drohnen verwendet. Oh. Ich komme an ein Limit, das gefährlich ist, glaube ich, langsam. Ich bräuchte Mikroprozessoren. Wie viel kosten die denn auf dem Markt? Wenn ich mir vier bestelle, zahle ich 12. Dann könnte ich wenigstens meine CPU-Last erhöhen, wisst ihr? Das ist wieder die Sache. Jetzt muss ich überlegen, okay, wie komme ich dieses Limit? Wird nicht jetzt langsam eng. Und wenn ich weiter produzieren will, brauche ich ein höheres Limit. Bedeutet, ich muss wieder kaufen. Was ist da? Ihr ladet immer noch einen vorn. Wart ihr so schnell und jetzt ist es so langsam. Leute, was wird denn das? Wo bleibt ihr? So, das ist erledigt. Adios, mein Freund. Ich habe keine Mikroschaltungen mehr. Das ist 61. Ich würde gern den abschließen. Dafür muss ich halt jetzt echt vom Markt mir diese 70 Nanoröhren besorgen. Ist der Preis? Der Preis ist schon wieder gestiegen, oder? Ja, oh Gott. Seltene Erden, Titanplatten sind auch niedrig. Aluminium ist hoch.
euch mache ich ordentlich Kohle gerade rein, theoretisch. Beton hat 49, du hast 258. Verkaufen wir doch mal schnell, oder? Das bringt dann nicht unsere Versorgungsanlage dazu, dass wir besser hier, dass wir halt das Aluminium hier ausnutzen können, ne? Bedeutet, ich kann jetzt hier Bergbau hinsetzen, den Extraktor. Ach, komm mal, das ist doch so kacke. Ja, muss ich halt einen platzieren, schade. Ich hätte es gern anders gehabt. Aber man kann ja nicht alles haben, ne? So, okay. Die räumen voll. Lustig, dafür konnte ich gerade wieder nicht auswählen. Das sind jetzt die ganzen Aluminiumplatten, die wir verkauft haben. Not enough resources to start production. Habe ich echt jedes Mal so nach hinten gescannt? Ich könnte es ja gar nicht sagen. Ich habe gleich nie so genau gescannt. Gut, aber wir wasten immer noch Science Points. Aber ich glaube, ich kann da immer noch nichts dran ändern, weil es immer noch Ewigkeiten dauert. Aber ich kann ja rein theoretisch jetzt auf dem Markt. Wie hier unter Crust-Lösung. Nee, warte mal, was war? Science Points. Jetzt habe ich 500. Geil. Also das eine nur für 10 Tage, aber trotzdem, ich habe immer noch genug für die nächsten Tage zum Produzieren. Und jetzt kriegen wir die Forschung mal wieder voran. Holy shit. Die sind immer noch beim Befüllen? Ja. Aber sie ist... zwei Drittel haben sie. Our drones have done a great job and helped a lot of people. That's a credit to you as well, Director. Wuhu. Ja, jetzt sind wir bei 7 Tagen. Hä? Kleine Änderung an der Masse. Dann können wir nicht vielleicht wirklich bald mal zum Monteur runter. Für intelligenten Batonenhochreinlager, für feste Rohstoffe, WIP, Metalllager, Elektroniklager, Komponentenlager. Dann können wir nicht wirklich mal ein bisschen upgraden. Jetzt haben wir halt massiv davon. Was heißt, du bist idle? Betreten. Zurück zur Basis. Dankeschön, geht doch. I know that I'm wasting science points. Totally normal. So. Ihr holt immer noch hier aus dem Lager die ganzen Sachen raus. Schaut's aus. Ja, schauen das da. Schau mal, wie es leer wird. Jetzt warten wir wieder. Dann kommen wieder ein paar. Zack, 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 zack. Kommt schon. 4 noch. 3 noch. 1 noch. Das war jetzt unsere Money-Making-Maschine. Hunderttausend, nice. Rein theoretisch kann ich jetzt natürlich hier gehen, Crust-Lösungen und sagen, hey, ich nehme für 90 Tage 100 von euch beiden.
und gehe dadurch mal mit der Forschung ein bisschen noch schneller voran. Jetzt waste ich natürlich gerade wieder Science Points. Aber in 2,5 Tagen ist ja zum Beispiel die erweiterte Handelslizenz durch und dann gehen eh die ganzen Fabriken in Start rein. Dann sollten wir da gleich ganz gut hinterher sein. Auf das eine wartet er eh nur noch aufs Blaue. Okay, das hat 12.000 gekostet vom Blauen. Holy shit, okay. Module is being repaired. Nahrung haben wir auch sehr viel rumstehen, glaube ich. Kann jemand dem mal eine Prio geben oder so? Das wäre sehr fein. Er lädt gerade hier oben die Nahrung aus. Okay. Ich finde es, glaube ich, gerade toll, dass ich einen Kühlschrank gebaut habe. Endlich. Erweiterte Handelslizenz. Stück für Stück wird's ja. Stück für Stück wird's ja. So. Für dich brauche ich halt immer noch die blöden Sachen, ne? Und die kosten immer noch. Jetzt sind sie gerade gefallen, kann das sein? 70 davon kosten mich immer noch 80.000. Wenn ich sage, ich verkaufe 50 hiervon. Und nochmal 233 davon. Let's go. Achso, weil ich auf keinen Mikroprozessor. Ha! Ja, stimmt, da war was. Das wird sich hoffentlich jetzt dann erledigen. Wir kaufen dann Mikroprozessoren, dann sollte sich das hoffentlich passen wieder. Stück für Stück wird es schon noch. Diese ganzen Anlagen. Die sind auch gerade nur beschäftigt. Ist ja nicht so, als ob ich den Tonnen an Aufgaben die ganze Zeit gebe. Wo bleibt eigentlich mein Rover? Der hat ja noch zwei dabei. Wo ist denn der? Mond? Na, er ist auf dem Weg. Der andere ist auch noch nicht idle, wie es ausschaut. Aber es ist gut zu wissen, dass der noch nicht idle ist. Also jetzt sind wir wieder runter auf 160. Das macht es natürlich dann auch wieder spannend, weil jetzt dauert es wieder 35 Tage. Wo wir dann noch die ganzen anderen Sachen haben, die wir forschen müssen. Es ist und bleibt eine lange, langwierige Aktion. Ich glaube, da ist wirklich halt darauf ausgedacht, dass du irgendwann eigene Forscher hast, die das für dich machen. Was ich ja in dem Fall leider nicht habe. Reputation 53. Ja, unsere Produktion ist halt noch nicht auf dem Stand, in dem ihr euch den Down vorstellt. Ich habe schon wieder so viel Eisen auf Lager. Holy shit. Und trotzdem wird das Lager auch immer... Ne, jetzt wird es wieder leerer. Schon spannend. Die wird auch leer. Wie schaut's aus? Cargo to unload. Jetzt bringt er gerade die ganzen Sachen, die schönen Sachen mit dir für uns hat. Oh, schau dir das an, was da alles dabei ist. Ah, die zwei Roboter sind gleich das Highlight. Neue Teammitglieder, das ist immer sehr schön. Mir stehen schicke Verbundlegierungen los, um eine Startplattform zu bauen. So, wir sollten gleich wieder Geld kriegen, oder? Yes, nice. Bedeutet, ich kann jetzt in dem Fall auf dem Marktplatz die 70 Nanorennen besorgen. Dann hätte ich gerne noch wenigstens 10 davon. Ich muss aufpassen, dass ich nicht drüber gehe jetzt. Und einen Mikroprozessor.
Oder zwei. Kaufen. Cargo to unload. Gut, jetzt haben sie sich nicht gleich einen geschnappt, um das dann fertig zu bauen. Nice. Dann wird nicht unsere Aluminiumproduktion endlich hochgepumpt. Oh ja. So, okay. Wir haben jetzt echt viel Schick. Und dann können wir jetzt aufs Handelszentrum gehen, ihm hier sagen. 70 habe ich, 135 habe ich, Ressourcen senden, alles auf einen Schlag bitte. Geht nicht mal, holy shit, okay. Was, die Nanoröhren sind die so schweren Dinger, holy, okay. Let's do this. Mal wieder auf die Map. Aufheben. Voraussetzungen sind zwei Roboter. Erforderliche Ressourcen. Aufheben. Seltene Erdmetalle und Silizium. Why not? Und natürlich unser Leerlaufroboter. Alles füllen. Let's go. So, der erste ist schon fertig, wie es ausschaut. Und weg. Ja. Eine CPU haben wir jetzt hinzugefügt. Die CPUs, ich bin mir echt nicht sicher, wie die plus 10. Jetzt kommen noch die restlichen 100 Stahl und dann sollten wir wieder ein bisschen mehr Geld haben. Feine Sache, Leute. Feine Sache. So, perfekt. Na, wir machen das Lager aber leer. Das ist gut zu wissen. So, hier kommt jetzt eine Nachlieferung. Also hier haben wir zum Beispiel das Problem, dass der das gar nicht kann. Sollte jetzt nicht auch das Aluminium wieder mit reinkommen. Und wir sollten eine viel höhere Aluminiumproduktion gleich erhalten. Wie bis jetzt. Ja, hier haben wir schon eine 13er. Hier sind wir jetzt schon bei 4. Die Produktion kriegen wir beide von mir ein Upgrade. Dadurch wird natürlich grundsätzlich schon schneller produziert. Wenn ich mir anschaue, wird das Lager sogar wieder leer wahrscheinlich langsam. Also ist gut so. Der eine macht jetzt schon hier Rambazamba 2 zusammen. Wir nehmen die komplette Anlage wahrscheinlich auseinander langsam. Finde ich aber auch gut so. Oh, wir sind am maximalen Beton angekommen. Dann heißt das, wir müssen hier auch nochmal ein größeres Lager hinsetzen. Stufe 2. Contract complete, genau, das war der hier. New contract available. Unbefristet, was soll ich liefern? Leute, 20 und 5 davon. Und 20, okay. Das kostet 200. Holy shit. Nein, sowas habe ich nicht.
Kompositfaserstoffe, okay, aber die Kompositstoffe? Holy shit, die will ich produzieren. Was werden die denn? Wie werden die produziert, bitteschön? Wahrscheinlich in der Anlage, in der Hightech-Fabrik, oder? Wann, das kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja, hier. Dafür brauchst du auch massiv viel. Und ich kann es wahrscheinlich schon im Monteur die erste machen, oder? Oder auch nicht. Choose Production Mode. Achso, ja, hier im Beton. Jetzt läuft sie auch durch. Dann kann er nicht wieder anfangen zu produzieren. Hier ist das Siliziumlager auch schon fast voll. Holy shit. Jetzt sollten wir auch mal mehr Aluminium bekommen, was unsere Produktion erhöht, ne? 8,4 hier und 27 hier zwischendurch. Du siehst, wie sich immer durchwechselt. Holy shit. Das tun wir jetzt nochmal rein. Das Kohlefaserfabrik. Das ist die hier. Da kann ich Kohlefaser aus organischen Stoffen produzieren. Microcircuits, habe ich die auch in der Factory, in der Produktion drin schon, oder? Ja. Und hier dann noch einiges. Fahrzeugherstellungstechnologie ermöglicht dir kleinere Fahrzeuge wie Rover, Speer und Lastwagen zu produzieren. Ich glaube, das wird auch schon gönnermäßig sein. Holy shit. Aber Leute, ich würde sagen, wir sind gut vorangekommen. Einiges geschafft. Wir haben die eine Mission abgeschlossen. Wir haben unsere Produktion in letzter Zeit immer weiter umgebaut. Wir haben endlich ein Aluminiumgebiet auch gefunden, was natürlich noch mehr gönnermäßig ist. Und ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann.